Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernfilm über die Erstbesteigung des Matterhornes. Manche wissen vielleicht nicht, was das Matterhorn ist, darum ein kleiner Steckbrief. Das Matterhorn ist ein Berg in der Südostschweiz und eines der vielen beliebten Reiseziele. Das Matterhorn ist 4,478 Meter über Meer hoch. Anfangs 18. Jahrhundert war Zermatt noch ein armes kleines Bergbauerndorf. Am 12. Juli 1865 kam Edward Whymper aus England in die Schweiz. Er war begeistert von diesem riesigen Berg, der sich einfach nicht bezwingen ließ. Und diesen riesigen Berg wollte er besteigen. In Whympers Mannschaft waren noch diese Männer dabei. Der französische Bergführer Michael Coe, der 18-jährige Lord Francis Douglas, der unerfahrene Douglas Robert Haddow, der Alpinist Reverend Charles Hudson und die beiden Schweizer Bergführer Vater und Sohn Peter Taugwalder. Whymper und seine Mannschaft wussten, es ist lebensgefährlich, das Matterhorn zu besteigen. Am 13. Juli ist es soweit. Die Gruppe Männer verlässt Zermatt. Die Mannschaft kommt sehr schnell vorwärts. Nur die tiefen Temperaturen zwingen die mutigen Pioniere zur Rast. Am 14. Juli um ca. 1 Uhr haben sie schon bald den Gipfel erreicht. Schritte sind sie von dem Gipfel entfernt. Sie haben es geschafft. Das Matterhorn ist bezwungen. Der Abstieg wurde hart, denn alle waren müde. Vor allem der unerfahrene Haddow mit seinem schlechten Schuhwerk hatte große Probleme. Der Bergführer Crow half ihm. Da passierte es. Haddow rutschte ab und riss Crow mit. Die darunter am gleichen Zeit befestigten Lord Douglas und Charles Hudson wurden mitgerissen. Taugwalder Senior stemmte sich mit seinem ganzen Gewicht gegen das Seil, damit er selber nicht mitgerissen wurde. Da passierte es. Das Seil zwischen Taugwalder und Haddow riss. Nun, das war unser Lernfilm über die Legende und Tragödie am Matterhorn. Wir wünschen euch noch einen schönen Sommer und wir sehen uns am Matterhorn wieder. Bis dahin, Servus!